Was sagst du zum Film Best auf der Menschlichkeit? Wie gefällt dir das selber? Und wie heftig findest du den Film selber? Also, er ist schon recht heftig, ne? Also sogar zum Ende hin fällt es sogar mir schwer ab. Damit, weil ich kann darüber was hingucken, aber ich finde, es überfordert einen schnell. Diese geballte Gewalt, dann noch mit den Ferkeln dazu. Ich muss sagen, Best auf der Menschlichkeit, ich habe Marian Dora vorher nicht gekannt. Mhm. Und dann habe ich dieses Mediabuch bestellt, weil ich mir gedacht habe, ah, schönes Mediabuch, mhm, und schauen wir mal rein. Und dann kommt der Film. Also ich war schon kurz davor, dass ich mir gedacht habe, also jetzt schalte ich dann glaube ich aus. Aber ich habe dann gesehen, der Film geht nur 10 Minuten. Dann habe ich mir gedacht, ja gut, ziehe ich mir es durch. Und dann war ich schon mal ein bisschen schockiert. Eigentlich war dieses Mediabuch, Verlangen der Maria D. und Best auf der Menschlichkeit, so mein Einstieg in den Underground, sage ich mal. Also ich hab, ab diesem Zeitpunkt habe ich mich für diese Filme interessiert, tatsächlich, obwohl der Film schon schockierend war. Was mich jetzt auch wundert ist, normal, wenn man so ein bisschen weiß, wie das hinter den Kulissen abläuft, dann findet man den Film selber gar nicht mehr so heftig oft, kommt mir vor. Wenn man so, wenn man weiß, okay, da stehen die Kameras herum, man weiß, wie werden die Effekte gemacht. Vielleicht für die Leute, die den Film nicht kennen, vielleicht beschreibst du kurz den Leuten, um was es geht in dem Film. Ja, also Pesthauch der Menschlichkeit ist ein Drei-Personen-Film. Es gibt da eine Pflegekraft, eine behinderte zu betreuende Person und eine Praktikantin, die einen Ausflug machen zum Picknicken. Und am Anfang wird sehr viel gewandert in dem Film, sehr viel geredet, also vor allem ich rede eigentlich ununterbrochen in dem Film. Und ja, sehr schöne Musik, sehr schöne Landschaftsaufnahmen und ja, es ist halt kein Wanderfilm im Endeffekt und auch kein romantischer sonst was Film, sondern irgendwann ja kippt die Stimmung und die kippt sehr schnell und wenn sie gekippt ist, dann ist sie wirklich komplett gekippt und es schlägt eine ganz andere Richtung ein. Also wenn ihr grenzenlose Gewalt sehen wollt, guckt euch die zweite Hälfte an. Wo ich jetzt gerade ein bisschen verwundert geschaut habe, ist, wo du gesagt hast, du hast ununterbrochen gesprochen, wirklich in dem Film. Da war doch nur da oder dort einmal schon. Es ist schon recht viel. Okay. Tatsächlich an Monologen. Okay, dann habe ich das falsch im Kopf, weil ich gemeint habe, das waren eher so einzelne Monologe, aber okay. Und nicht deine Stimme, hast du gesagt, ein Synchronsprecher. Ja, das ist aber auch... ich glaube nicht, dass ich jetzt ein Geheimnis ausplaudere, aber Dora lässt eigentlich seine Schauspieler grundsätzlich synchronisieren. Also auch der Marco Klammer ist synchronisiert in Das Verlangen der Maria D. Das ist seine Arbeitsweise. Ah, interessante Info, habe ich auch nicht gewusst. Das kann ich dir jetzt wahrscheinlich fragen, das weißt du wahrscheinlich. Ist in dem Film Best auf der Menschlichkeit mit echten Körperflüssigkeiten gearbeitet worden? Echte Kacke, echte Pisse, sag ich mal. Oder sind das Fake-Flüssigkeiten? Also ich glaube, das ist auf dem Bauch kacken oder anpinkeln. Das ist alles Fake. Das ist Fake, ja. Okay. Hätte ich nicht geglaubt. Ich hätte gemeint, dass das... Also zumindest das Anpinkeln hätte ich gemeint, dass das echt ist. Nee, der einzige, der, also die Szene, wo ich in den See pinkel, das ist echt. Okay, so, gut. Aber ja, ansonsten... das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. Zwar nicht vor der Kamera, aber... Auch nicht, also ich habe vor so viel Film mittlerweile uriniert. Und du hast in dem Film nicht nur uriniert, ihr seid ja relativ viel, glaube ich, im Schlamm, im Dreck, im Wasser gewesen. Oh ja. Wie geht's dann da in solchen Rollen? Also wie ist da die Stimmung? Einfach wie ein bisschen, erzähl ein bisschen über die Dreharbeiten. Also das mit dem ganzen Matsch ist ganz schnell nicht mehr schlimm gewesen. Am Anfang war es eine tierische Überwindung, überhaupt ja einfach so einen Matsch reinzugehen, der dann auch bis zu den Knien und bis höher teilweise geht. Wo dann während des Drehs, dann wurde da reingespuckt und reingepinkelt und Kunstblut und was weiß ich nicht alles, was ich da vermischt hatte. Was war irgendwo, ja, war nicht schlimm. Nachdem man erstmal, ich würde jetzt nicht nochmal freiwillig da jetzt reingehen wollen, so unbedingt, aber es war schon teilweise heftig, was da so, oder was heißt heftig, aber herausfordernd.
über irgendwelche nassen Wiesen gehen morgens. Die Füße waren klitschnass, das schwamm richtig in den Schuhen. Und war ein richtig schönes Gefühl, wenn die Schuhe so über den Mittag langsam trockneten an den Füßen. Ja, wir sind halt irgendwie, ja, die unwegsamsten Landschaften haben wir da durchschritten. Also, wie du jetzt gesagt hast, es stapft durch den Dreck, oder ihr stapft durch die nassen Wiesen, du liegst im Dreck, du stehst den ganzen Tag da im Wasser. Warum entscheidet man sich dafür, so eine Rolle anzunehmen? Hast du vorher ein Drehbuch gekriegt und warum entscheidet man sich dafür, so eine Rolle anzunehmen? Ja, also ich habe mich sehr kurzfristig für diese Rolle entschieden. Also ich war tatsächlich eigentlich, sollte ich in das Verlangen der Maria D. mitspielen. Aha, okay. Für die Rolle war ich klar gemacht worden. Die Rolle hatte ich auch gelernt. Und dann kam plötzlich ein Anruf, ob ich schon früher kommen kann und einen anderen Film und ja, mir war es egal. Und also bin ich dann in Pesthau plötzlich reingerutscht. Ich habe dann den Text bekommen, also ich habe mich gar nicht vorbereiten können, was da auf mich zukommt so richtig. Und wie es dort aussieht, wusste ich eh nicht, mit Matsch und sonst was alles. Das ist auch besser so, wenn man es vorher nicht weiß. Ja. War dann, hat es Momente gegeben, wo du gesagt hast, okay, das geht mir jetzt zu weit oder das hat die Überwindung gekostet? Oder war dann bei den Dreharbeiten alles, na passt, machen wir und... Nee, überwiegend war schon alles okay. Es gab eine Szene, das ist die, wo ich einen Fisch ausspieße. Mhm. Da stehe ich auch irgendwie sonst was wie tief im Wasser. Und das war irgendwie wirklich ein ganz komischer Untergrund. Also ich habe mich da hingestellt und merke, ich sink immer tiefer. Und ich wusste ja nicht, wo es aufhört. Aber auch der Marian Bescheid sagt, wir müssen hier irgendwas machen. Oder ich kann hier nicht drehen. Ich möchte hier nicht in Todesangst drehen. Da haben wir ganz viele Äste, Zweige, Stöcker hingelegt, dass man so ein Bett hatte. Ich habe trotzdem in Todesangst gedreht, aber... So, das war das Einzige, was echt, ja, es war schon anstrengend. Vor allem, da fehlte dann irgendwie ein Kameraobjektiv, das hat sich noch verzögert, nochmal 20 Minuten. Ich stand dann da, hatte keine Zigaretten. Also, das hat die dann schon Überwindung gekostet, die Szene? Ja, ich war eben gerade in diesem unsicheren Bereich stehen. Das für mich war es komplett unsicherer Bereich. Also, es war jetzt weniger die Thematik, dass ich jetzt sagst, okay, das will ich jetzt nicht spielen, sondern es war einfach. Du hast auch Angst um deine Gesundheit gehabt. Genau, das waren die Umstände. Also von der Thematik her gibt es da tatsächlich nichts, weil es ist halt nicht schlimm, wenn man es vor der Kamera macht. Das heißt, es schaut dann eigentlich nur für den Zuschauer schlimm aus. Ja, im Idealfall schon. Wie ist so die Stimmung zwischen den Schauspielern bei solchen Dreharbeiten? Weil doch, wie gesagt, zumindest für den Zuseher kommt das Ganze sehr heftig rüber. Mhm. Wie ist das am Set, die Stimmung unter den Schauspielern? Sehr locker. Meistens. Also bei Pesthau war es tatsächlich etwas schwierig, weil die Marietta sprach nur, sprach nur Englisch und Italienisch, was sonst keiner sprach. Mhm. Der Jonathan sprach nur Deutsch. Das heißt, mit der Verständigung war es einfach schwieriger. Aber so der letzte Dreh, den ich gerade für Duval Marlon hatte, es ist einfach eine super lustige Stimmung. Gerade auch zwischen den einzelnen Szenen, auch zwischen den heftigeren Szenen, wo einfach die Stimmung super ist, wenn gerade nicht gedreht wird, sondern einfach, man hat Spaß, tatsächlich. Auch wenn man sich glauben mag und eigentlich natürlich trotzdem unbequem ist, sich über sich gehen lassen zu müssen. Kann man sich richtig schwer vorstellen, dass da die Stimmung gut ist, wenn man den Film kennt, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Ja. Dann ist das so. Nein, dann sagst du, im Hintergrund läuft da alles geregelt ab und gute Stimmung. Ja, also natürlich ist die Stimmung nicht immer nur lustig und tralala, aber im Großen und Ganzen, das, was ich zumindest bisher so erlebt habe, ist immer meistens richtig entspannt und locker. Die Drehzeit, beziehungsweise die Drehtage, glaube ich, bei Pesthau waren, glaube ich, relativ kurz. Cool. Ich glaube, 2 oder 3 Drehtage waren das, oder? Nee, es waren schon ein paar mehr, also 5 Tage waren es bestimmt für Pesthau. Aber schon? Ja, 5 Tage auf jeden Fall. Also wirklich volle Tage, wo wir wirklich 12, 13, 14 Stunden gedreht haben. Was ja doch trotzdem immer noch recht kurz ist eigentlich, nicht? 4, 5 Tage ist nicht keine lange Drehzeit. Ja, noch letzte Frage zu Pesthau. Wie stehst du dazu, weil ja in dem Film doch Tiere zu Schaden kommen sein, oder? Mhm. Wie stehst du zu dem Thema? Also grundsätzlich bin ich gegen Tiersnuff. Braucht man nicht, braucht man in keinem Film.
Bei Pesthauch hatte mich das selbst ein bisschen überrascht, weil das stand so nicht im Skript drin. Wurde das später eingefügt und ich selbst weiß nicht, ob Tier wirklich zu Schaden gekommen ist. Muss ich dazu auch sagen. Außer der Fisch, glaube ich, oder? Der Fisch, selbst der war schon tot, als aufgespießt wurde. Okay. Ich weiß, er zappelt sehr, das sieht sehr echt aus, aber der Fisch lebt nicht. Also, und hat auch nicht gelebt, als er aufgespießt worden ist. Und bei den Schweinen, ich finde, man sieht, dass das Schwein tot ist. Ich habe mir das auch genau angeschaut und meiner Meinung nach war es auch schon tot. Ja. So, aber ja, ich weiß halt nichts über sonstige Umstände und so. Deswegen, wie gesagt, ja, ich lehne es komplett ab. Auch bei Pesthauch. Und ja, es ist halt da drin, es ist halt so ein Magen-Dora-Ding und. Passt. Ja. Mir da jetzt du hast eh schon gesagt, da interessiert mich deine persönliche Meinung und damit belassen wir das Thema. Dann gehen wir zum nächsten Film. Einöde der Peiniger von Yuval Marlon. Was sagst du zu dem Film? Wie gefällt er da? Und für die Zuschauer, die ihn nicht kennen, bitte auch kurz, um was geht's in diesem Film? Ja, also Einöde der Peiniger ist ein zweigeteilter Film. Es gibt zwei ungefähr 30-minütige Filme, die dann doch irgendwie zusammenfinden. Dreht sich im ersten Teil um eine Betreuerin, die, ich würde sagen, so eine Alltagsbegleiterin vielleicht, wenn man so eine Rollstuhl lang schiebt und hier mal was Tabletten zuteilt. Und irgendwie ist sie, jetzt verliere ich gerade den Faden, sie hat auf jeden Fall so einen Drang mit Tod und Knochen und fängt dann irgendwann auch an, andere Lebewesen zu brauchen oder so. Und dann kommt irgendwann ich ins Spiel, der einen Behinderten übers Wochenende quasi zu Hause hat und pflegt. Genau das. Genau, also du spielst eigentlich jemanden, der, sag ich mal, Geld dafür bezahlt, oder? Diesen Behinderten in Obhut zu nehmen. Und dann kommen ja auch wieder heftigere Szenen, sag ich mal, oder? Der Behinderte wird dann von dir, also von dem, von der Rolle, was du spielst, von demjenigen, missbraucht, sexuell missbraucht und auch umgebracht zum Schluss, sag ich mal. Ja. Wie war es, solche Szenen zu spielen? Weil ich meine, es ist da doch sexueller Missbrauch von behinderten Menschen verpackt in dem Film und die sind schon eigentlich auch sehr explizit dargestellt. Wie ist dir mit der Rolle gegangen? Also ich hatte echt überlegt, ob ich die Rolle annehme. Und ich hatte die Rolle auch schon mal ungefähr ein Jahr zuvor abgelehnt tatsächlich. So, da war es quasi, gab es nur den Teil mit mir, den Film. Diesen anderen Film davor, den gab es halt noch nicht, das sollte nur ein Kurzfilm werden, aber da hatte ich tatsächlich auch abgelehnt, weil das irgendwie ja dann doch zu unangenehm zunächst war. Also überhaupt sexueller Missbrauch an einem Behinderten, der sich, also ja. Aber ich habe es dann trotzdem angenommen, eingespielt, aber ich mir dachte, es ist nur eine Rolle. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Und also du siehst es wirklich so, du schlüpfst in eine Rolle und dann ist das, sag ich mal, eine andere Person für die. Ja, auf jeden Fall unbedingt. Also die Rollen, die ich bisher so gespielt habe, die haben eigentlich gar nichts mit mir zu tun. So. Ich weiß nicht, ob du Frühlingsgefühle, den kurzen von Yuval Marlon, da bin ich als Jogger. Ich dachte, vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen. Vielleicht kann ich das, aber dazu müsstest du mir sagen, worum es geht. Ja, wissen Sie. Jetzt kommt zum Punkt, ich will nicht kalt werden. So, ja, das ist, also selbst das, Leute, die mich kennen, wissen, dass es nicht realistisch ist, dass ich jogge. Okay. Aber du hast seit Pesthauch, glaube ich, abgenommen, oder? Das ein bisschen weniger brutal ist da, ja. Mir kommt so vor, also haben wir schon gedacht, auf die Fotos haben wir gedacht, du hast abgenommen seit Pesthauch. Warum hast du dich dann doch dafür entschieden? Du hast jetzt eh gesagt, weil es einfach nur eine Rolle ist. Also, ja. Wie ist es dann, wenn es tatsächlich dann zu diesen Szenen kommt, weil du hast ja dann doch sexuelle Kontakte mit einem Behinderten? Für mich, glaube ich persönlich, ich bin halt einfach ein heterosexueller Mann, ich glaube für mich war es auch schon ein Problem, einem Mann so nahe zu kommen. Gell? Wie ist es dann, wenn du, wenn es dann zu dieser Rolle kommt, wenn du sagst, so und jetzt
Mach mal. Das ist schon nicht angenehm, ne? Also, gerade auf den Gründen, die du gerade genannt hast. So, einem Mann so nahe zu kommen, eigentlich passiert das nicht. Man achtet schon darauf, dass es nicht passiert. Wahrscheinlich passiert da nichts, nicht? Es schaut halt für die Kamera so aus, aber... Ja, da kann nichts passieren. Was ist auch tatsächlich so, es ist natürlich, gerade bei Einöde war schon eine große Nervosität, auch für den anderen Schauspieler, dem das auch sehr unangenehm war. Und wir haben uns da längere Zeit besprochen und auch ein Safe Word, wenn für ihn irgendwas zu viel wird, dass er dann das sofort stoppen kann. Mhm. Und ansonsten ist mein Motto eigentlich, ja, einfach machen. Ich mach das dann einfach. Die Kamera läuft und ich mach das. Man muss ja dazu sagen, in dem Film, der war ja, ist ja nicht echt behindert, sondern hat einen Behinderten auch gespielt. Ja, also, ja, der hätte ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeit gehabt zu sagen, da ist genug. Ja, und ja, also, wer es wirklich hätte, also darüber brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Ne, hätte ich nicht gemacht. Zum Schluss, glaube ich, wird dann der Behinderte noch. Ja, er wird nicht nur sexuell missbraucht, sondern er wird eigentlich auch psychisch misshandelt. Ich glaube, du nimmst ihn irgendwie mal den Teddybären, an dem er, glaube ich, hängt, oder irgendein Stofftier. Aber das nehme ich an, das wird dann nicht mehr so das Problem sein zu drehen. Nicht? Das, weil das ist alles gespielt. Da, das wird, sag ich mal... Im Endeffekt nicht. Also es war tatsächlich in der Situation ja einfach nicht ganz bequem zu drehen, weil wir haben da wirklich einen Keller gedreht, der auch doch recht feucht und nass war. Also, und dreckig, so, das war einfach, die Umstände waren nicht bequem. Aber ansonsten war es ja spannend, gerade mit diesem Vogel, den da anzuzünden, der aus dem Nylon und sonst was alles bestand. So hat besser geklappt, als wir dachten. Mhm. Und weil du sagst, Vogel ist jetzt gar nicht mehr gut, du sagst, das war kein echter Vogel. Nein. Ich hab's jetzt nicht mehr vor Augen, muss ich sagen, die Szene, darum muss ich jetzt da nochmal. Wie der Titus, also jetzt weiß die Rolle des Behinderten, der hat so ein. Ja, ein riesen Stoffvogel mit, wie heißt das hier, Marionettendings, die aber recht abreißen. Okay. Das ist so ein riesiges Nylon-Vieh. Okay, aber jetzt nicht mehr so vor Augen. Ja. Okay. War kein echter Vogel. Du hast vorher, da habe ich dich, glaube ich, ein bisschen unterbrochen, oder wir haben das Thema gewechselt. Wie gefällt dir der Film persönlich, Einöde oder Peiniger, oder was sagst du zu dem Film? Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich kannte zuvor nur Sturmgewehr von ihm. Mhm. Und den finde ich jetzt nicht so berauschend. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Und der Qualitätssprung, der gemacht worden ist, von Sturmgewehr zu Einöde der Peiniger, so. Da war schon ein Qualitätssprung da, auf alle Fälle. Ja, genau. Also, finde ich persönlich auch. Mir gefällt der Einöder Peiniger nämlich auch ganz gut. Muss ich auch sagen, also ich habe jetzt gerade mal wieder geschaut, vor 2-3 Wochen, auch nochmal als Vorbereitung fürs Interview heute, dass ich auch ein bisschen noch weiß, von was man redet. Ich muss sagen, man sieht auf alle Fälle einen Qualitätssprung und ich finde auch von Juval eigentlich der stärkste Film, oder? Zumindest von den Filmen, die ich kenne von ihm, finde ich, ist der stärkste Film. Gut, dann der nächste Themensprung, und zwar zu den Filmen mit René Wiesner. Mhm. Mit René hast du schon mehrere Sachen gemacht.